Kapitel 7. Die Belagerung Dalarans. Am nächsten Morgen bei den Toren von Dalaran. Ich habe das Gefühl, wir machen so einen richtigen Kreuzzug, so querbeet durch die ganze Welt einfach und schnetzeln alles nieder, was uns in irgendeiner Art und Weise in die Quere kommt. Schön. Aha. Die Fleischwagen. Zauberer der Kirin-Tor. Ich bin Arthas, der erste Todesritter des Lichtkönigs. Ich verlange, dass ihr eure Pforten öffnet und euch der Macht der Geißel unterwerft. Seid gegrüßt, Prinz Arthas. Wie geht es eurem edlen Vater? Lord Antonidas, es besteht kein Anlass, höhnisch zu sein. Wir sind auf eure Ankunft vorbereitet, Arthas. Meine Brüder und ich haben Auren geschaffen, die jeden Untoten vernichten, der sie passiert. Eure mickrige Magie kann mich nicht aufhalten, Antonidas. Zieht eure Truppe zurück. Sonst müssen wir unsere geballte Macht gegen euch entfesseln. Entscheidet euch, Todesritter. Ich spüre, dass drei Zauberer diese Auren aufrechterhalten. Findet und tötet sie und die Auren verschwinden. Okay, ich habe wenigstens eine Festung. So, die Erzmagier. Den ersten Erzmagier töten, den zweiten Erzmagier töten, Antonidas töten. Neue Einheit verfügbar. Monstrosität. Im Schlachthaus können jetzt Monstrositäten gebaut werden. Was wir machen, wir fertig erwarten. Tipp, ihr müsst in die Stadt stürmen und alle Erzmagier töten, um den hinderlichen Schild auszuschalten. Eure Einheiten nehmen langsam Schaden, während sie sich im Schild aufhalten. Okay, so. Jetzt mal ganz kurz. Ich brauche... Euer Befehl, Meister. Ich gehorche mit Freuden. So, ich brauche hier erstmal... Ich beuge mich eurem Willen. Ich gehorche mit Freuden. Mein Schicksal ist besiegelt. Meister. So. Ich gehorche mit Freuden. Zack. Ja, und zack. Meister. So. Einfach nur, dass die erstmal hier nicht reinkommen. So, dann hier mal ausbilden. Wo soll mein Blut vergossen werden? Dann kriegen wir gleich mal ein paar Truppen. Dann erforschen müssen wir gleich auch noch. Zu dienen. Goldmine haben wir eine, wenn ich das sehe. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal. Vorsicht. Mit den das beiden ist hier. Besser. Endlich. Und den beiden Monstrositäten. Endlich. So. Abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich finde es übrigens toll, wie sie es geschafft haben, trotz der frühen Entwicklungszeit den Cooper in das Spiel hier einzubinden. Vor allem auch noch die Geräuschkulisse ist echt gut, muss ich sagen. Interessant, wie sie das immer schaffen. Die sind einfach gut. So, was haben wir hier noch? Irgendwas haben wir hier noch. Kirin-Tor. So, das reißen wir mal alles ein. Gibt's hier noch irgendwas jetzt so? Zerfleischen und zerreißen. Nö, da gibt's nichts mehr. Okay, das heißt, es gibt bloß diesen einen Punkt, dass wir da oben hingehen. Also wir können da bloß direkt dann durch, offensichtlich. Ich habe einen Katapult dabei im Übrigen, das ist ja toll.
Kirin-Tor, Doril Mage Font. Aha. Wer auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Ist das einer der Erzmagier? Offensichtlich nicht. So, okay. Was haben wir hier? Anti-Magie-Trank. Und Gesundheitsstein. So. Das ist schon besser. So. Ah, endlich. Hervorragend. Also, wir müssen jetzt reinstürmen tatsächlich. Wieso? Von Hornissen gestochen, alles platt machen. Gut. So, machen wir mal Angriffstruppe 2 und dann mal gucken. Kirin-Tor, Kirin-Tor. Landasar. Okay, da haben wir einen Helden. Das wird ja lustig. Okay, dann machen wir das hier noch platt. Dann werden wir schon mal von dem Turm nicht angegriffen. Dann ist das schon mal kein Hindernis. Ich werde auf keinen Fall mit den Helden da reinstürmen, das mache ich nicht. Was ist das diesmal? Ist etwas nicht in Ordnung? Vorsicht. So. Ich nutze natürlich die Möglichkeit. So. Magiergilde. Niemand erteilt mir Befehle. So. Endlich. Was wir machen. Ich warte. Ihr habt gelockt. Okay. Vorsicht. Was ist es diesmal? Ach komm. Was liegt an? Ihr habt gelockt. Ich warte. Okay, die kriegen wirklich sau viel Schaden gerade. Okay. Ich kann doch bestimmt den ganzen Angriff einfach auf die fokussieren, oder? Das geht doch bestimmt. Kirin-Tor, Landasar, Stufe 2. Okay. Der Erzmagier wurde getötet. Die erste Aura verschwindet. Sehr schön. So, den zweiten Erzmagier töten, Antonidas töten. So, Seuchenwolke habe ich noch nicht erforscht, müsste ich aber tun. Okay. Das ging jetzt ein bisschen... Wo soll mein Blut vergossen werden? Ist ein bisschen viel, was es kostet letztlich, aber gut. Besser als nichts. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir kommen nur hier rein, ne? Wir müssen dann da komplett hoch. Kellen der Suche. Okay. Dann forschen wir hier mal alles mal hoch. Schwarze Zitadelle brauchen wir. Zack. Dann bauen wir die mal eben. Achso, übrigens. Brauchen wir gar nicht. Wir haben ja schon ein Dingens. Wir haben hier schon tatsächlich einen, ein Schlachthaus. Dann brauchen wir das gar nicht mehr. Habe ich gar nicht gesehen gerade. Gut, dann, ja. Ich würde sagen, die schicken wir alle da hoch immer gleich, hä? So, die Fleischwagen. Beziehungsweise das Zeug schicken wir dann dahin. Und dann können wir auch gleich die Monstrositäten ausbilden, die, glaube ich, gar nicht mehr schlecht sind, weil die unglaublich viele Leben haben. Was uns dann ein bisschen hilft. Ich nehme jetzt extra die hier nicht mit, weil mir die definitiv wegsterben werden, wenn ich da hochlaufe, da reinlatsche. Darum würde ich das gerne vermeiden. Ich nehme aber die Fleischwagen mit, dass wir so ein bisschen Rückhalt haben. Und ich muss hier mal Ghule ausbilden. Ich brauche mehr Holz. Ich habe nur 2 Ghule für Holz, das ist ein bisschen wenig.
Ansonsten ist hier echt wenig, ne? Ich glaube, es könnte eine relativ einfache Mission werden. Euer Befehl, Meister. Mein Leben für Ner'zhul. Ja, Meister. So, schick mal den mal da runter gleich. Vorwärts. So, wie lange braucht ihr noch? Ist gleich fertig. Hervorragend. Also, wenn die fertig ist, dann haben wir's. Dann können wir definitiv Monstrositäten ausbilden. Ausbau abgeschlossen. So, dann einmal solche hier. Gold erforderlich. Und dann nehmen wir einfach die schwere Nahkampfeinheit. Kann die Seuchenwolke-Fähigkeit lernen. Ich glaube, die Seuchenwolke ist ganz gut. Und dann preschen wir einfach mit denen durch und killen einfach die Magien. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Weil alles andere ist, glaube ich, Quatsch. Weil ich mir vorstellen könnte, dass alles andere... Weil die haben zu wenig Leben und die Monstrositäten haben halt unfassbar viele Leben. Die halten das länger durch. Tja, ich könnte fast dann... Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, dass ich da ein zweites Dingens baue. Ein zweites Schlachthaus. Forschung abgeschlossen. So, Kreaturenpanzer ist abgeschlossen. Ghoul-Raserei. Erhöht das Bewegungstempo von Ghouls sowie deren Angriffsrate. Machen wir das mal eben. Weil dann laufen sie hier nämlich auch schneller und bauen schneller ab. Gruftbestien. Hier, Monstrositäten. Erhöhen wir den Schaden gleich noch. Finde ich gut. Dann haben wir das nämlich auch. Dann machen die mich noch mehr Damage, was gar nicht mehr schlecht ist. Dann haben wir nämlich alles da, was wir brauchen. So. Jo, mach mal. So. Ach, das ist cool. Zerfleischen und zerreißen. Das ist geil, wenn die laufen, dann stampfen die wirklich so auf, so wum 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 wum. Das ist cool. Habe ich gerade so gehört, habe ich gerade durch Zufall nur gehört. So. Forschung abgeschlossen. Unheilige Rüstung, finde ich auch gut. Würde ich auch gerne erforschen. Zack. Und dann brauchen wir noch Gruftbestien, Gargoyles und Frostworms. Dann können wir das auch noch erhöhen, dann haben wir das auch. So, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht... wie viele Truppen wir dafür brauchen. Also wir müssen da bestimmt ordentlich durchbrechen jetzt. Der wird nicht so einfach sein wie der andere. So. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist das diesmal? So. Okay. Es wirkt alles sehr effizient, muss ich sagen, gerade. Finde ich gut. Okay. Ach, jetzt hat er die Forschung abgeschlossen. Hier, sehr gut. Das heißt, wir kriegen jetzt wieder Bestien. Ich würde mal sagen, wir laufen dann mit den Truppen mal los, die wir haben hier. So, mit denen noch los. Zack. Die Zeit ist gekommen. Und die nehmen wir noch mit. So. Die Helden lasse ich jetzt mal hinten dran stehen. Die nehme ich mal nicht mit. Ich warte. Vorwärts. Ihr habt gelockt. Zack. Ich warte. So, ich lasse mal die da hinten das machen. Dann können die den Magier platt machen. Das sollte hoffentlich hinhauen. Vorwärts. So. Okay, ich glaube irgendwie, das ist semi-effizient, was ich hier mache. Irgendwie ist das nicht so effizient. So, die Magierin müssen wir sterben hier. Dann heilen die auch die Leute nicht mehr hoch. So. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's. So. Ich warte.
Forschung abgeschlossen. Trefft eure Wahl! Okay, wir laufen durch die Stadt einfach durch, ganz unbehelligt. Finde ich sehr gut. So. Dann haben wir die Magier tot. Zack. Und die auch. So. Wie komme ich da jetzt hoch? Offensichtlich nicht hier lang. Okay, und Schuss tot. Zack, zack, zack. Bam, 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 bam. Und tot. So. Die sind so langsam gerade. Kann das sein, weil die... Okay, ist irgendeine... Oh, oh. Ist übrigens ganz toll, dass die Fleischwagen vorne sind. Das ist ganz wichtig. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Und noch besser, wenn sie nicht durchkommen. So. Da hinten immer platt machen, bitte. So. Okay, das wird lustig hier, glaube ich. Das wird mega lustig. Das wird dauern. So. Auf jeden Fall ist da so eine kleine Kaserne und alles. Das passt aber. So. Zack. Okay, ein Fleischwagen kaputt, der andere auch gleich. Dann habe ich wenigstens noch zwei. Die noch einigermaßen gut dabei sind. Achso. Achso, hier die Magierin natürlich, klar. Sehr gut mitgedacht, diese Fleischwägen. Besser als ich. Ah ja. Na komm. Ich muss die Kaserne da platt machen. Sonst wird das nix. Vor allem, der hat zwei Kasernen. Da unten auch noch eine. Und die Magierin da unten auch noch. Wieso bilde ich eigentlich gerade nichts aus? Bin ich doof? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Ja, komm. Magier zuerst. Komm, zack, tot. Dankeschön. Na komm schon. Ich sag dir mal gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Alles klar, Kuburo, schlaf gut, einen schönen Sonntag noch. Bis Mittwoch dann. So, Mittwoch 19.30 Uhr ist der nächste Stream. So, können wir die Zauberin bitte platt machen? Dann gibt's keine Zauberin mehr, das wäre total toll. Magiergilde, schön. Bitte einmal sterben, dankeschön. Ja. So. Ach komm, machen wir einfach, die sind eh platt. Dann machen wir es einfach so, dass wir noch was so viel wie möglich mitreißen. So, dann gibt es keine Zauberinnen mehr und es gibt keine Soldaten mehr dann gleich für ihn. Dann ist das schon mal erledigt. So, dann hier. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, ich habe die ganze Zeit nichts ausgebildet, jetzt bilde ich wieder aus und jetzt habe ich keine Dinger mehr. Kein Gold mehr. Finde ich gut. Na gut, das hat nicht ganz so gut geklappt. Gebe ich zu. Wieso habe ich eigentlich so, so hohe Kosten? Das checke ich nicht. Niemand erteilt mir Befehle. Ich habe nicht mal Fleischwagen, gerade ist der nächste Witz. Das ist schon besser. Endlich. So, das ist schon besser. Dann nehmen wir mal den Arthas mit und den Keltosat. Dann kriegen wir es vielleicht besser hin. Dann kriegen wir die jetzt zumindest schon mal platt und können dann auch effektiv arbeiten. Ich hätte sie vielleicht doch von Anfang an mitnehmen sollen. Frostmourne hat Hunger. Wäre sinnvoller gewesen. Ich dachte jetzt nur, ich kann Frostmourne die dieses Mal raushalten.
aber offensichtlich eher nicht. Werdet ihr leiden. So, wenigstens haben sie keine Soldaten mehr, keine Magierinnen mehr. Das heißt, die wird noch nicht mehr hochgeheilt. Das hat auch einen Vorteil. Jetzt Frostmoon. So. Für den Lichtkönig. Jetzt Frostmoon. Okay, Magiergilde. Jetzt haben sie die bewaffnet. Das ist schon besser. So. Zack. So, das war's mit der Kaserne. Fupp, weg mit euch. So. Okay, mal folgendes. Hier, zack. Was ist das diesmal? Jetzt, Frostmoon. Ah, endlich. So. Frostmoon hat Hunger. Okay, das ist ganz schön fies hier. Solange er nämlich den Zauber aufrechterhält, glaube ich, greift er nämlich diesen Flächenschaden hier an. Das ist cool. Endlose Pein wird euch erwarten. Ist etwas nicht in Ordnung? Niemand erteilt. Okay, Kel'Thuzad, der hat's drauf. Das muss man fairerweise sagen, der hat's einfach echt drauf. Jetzt Frostmoon. Ja. Ruckel, ruckel, ruckel. Ich bin mal gespannt, ob ich rausfinde, was das ist. Ja, mein Lord. So. Sprecht, Dummkopf. Ich würde sagen, wir beschwören es einfach mal Untote. Dann geht das Ganze ein bisschen effizienter hier auch. Zack. Irgendwas schießt hier auf mich. Ach so, da oben ist ein Turm, ist klar. Jetzt Frostmoon! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja. Und zwar gar nicht wenig. Aber das schaffen die schon. Vorsicht. Für den Lichtkönig. Jetzt Frostmoon! So. Es sind ja doch ein paar Türme hier und alles. Und Flugeinheiten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, das schaffen sie. Kriegen sie hin. Was ist das diesmal? La 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 la. Endlich. Frostmoon hat Hunger. Jetzt Frostmoon. So, kriegen wir es da jetzt noch platt? Das wäre schön. Also mit Fleischwagen ist es definitiv effizienter. Das muss man einfach fairerweise dazu sagen. Es ist mehr Gold erforderlich. Sprecht, Dummkopf. So. Ausbau abgeschlossen. Das ist schon besser. Meine Garten gehören euch. Was ist das diesmal? Zack. Komme ich jetzt da nicht relativ zügig dann hin und einfach? Oder muss ich jetzt da trotzdem durch das ganze Dingens noch halb irgendwo durchlatschen? Belagerung Dalarans. Ja. Tam, 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 tam. Kann ich hier eigentlich? Wir fertig gewartet. Eure Pein wird ohnegleichen sein. So, nehmen wir die Fleischwagen mal mit. Niemand ist, glaube ich, einfacher. Also dann geht's schnell, die Gebäude platt zu machen. Muss ich vermutlich nicht platt machen, aber es macht einfach Spaß, Sachen einzureißen. Ach Gott. Außerdem weiß ich gar nicht, ob das nicht sogar sinnvoll ist, weil ich ihm dann... Ich weiß nicht, ob das mehrere KIs jetzt sind oder ob das nur eine ist. Hätte den Vorteil dann, dass er auch Gebäude verliert. Und dadurch auch gegebenenfalls letzten Endes Ressourcen. Und das ist natürlich immer ganz toll, wenn das hinhauen würde. Niemand erteilt mir Befehle. So. Hervorragend. Sprecht, Dummkopf. Zack. Niemand erteilt mir Befehle. Sehr schön, es ist wieder morgen. Was ist es diesmal? Vorsicht. Was ist es diesmal? Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. So. Niemand erteilt mir Befehle. So, mach das mal platt hier und dann schick mal die Fleischwägen dahinter und dann sollen die da hinten den ganzen Rest machen. Endlich. Sollen die Türme platt machen, dann stört das schon mal nicht mehr.
So. Niemand erteilt mir Befehle. Okay, jetzt fahren wir da mal rein. Recht, Dummkopf. Okay, das ist aber ganz schön fies hier. Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. Krieg ich das mit den Fleischwägen hin? Der bewegt sich doch bestimmt nicht, oder? Ich kann da doch bestimmt... Hallo? Ah doch, er bewegt sich. Die wir nur cleverer wären, wäre es kein Problem. Ihr habt gerufen? Das so. Klingt logisch. Okay. Niemand erteilt mir Befehle. Ich würde sagen, die schicken wir mal los. Aber die Helden, glaube ich, denen schadet das gar nicht. Die Helden nehmen das einfach so hin, gewissermaßen. Es ist tatsächlich bloß... Endlose Pein. Na doch, die Helden verdienen auch ein bisschen was, aber nicht ganz so viel. So. Der zweite Zauberer ist gefallen. Bleibt nur noch eine verfluchte Aura. Okay. Für den Lichtkönig. Das ist schon besser. Das war jetzt aber interessant. Weil der Kel'Thuzad kann es einfach von der Ferne machen. Frostmourne hat Hunger. Und es einfach funktioniert. Elfenstiefel. Verleiht einen Beweglichkeitsbonus. Ist etwas nicht in Ordnung? Vorsicht. Jetzt Frostmourne. So. Machen wir das mal auf hier. Das sieht so aus, als wäre irgendwas gefangen da drin. Das machen wir mal auf. Schub ist wieder. Vorsicht. Was glotzen so? Ah, endlich. Ein Ogermagier. Ich kann das hier einreißen, das ist ganz toll. War hier noch irgendwo eine Goldmine? Ach ja, hier war eine Goldmine. Ach, ich bin ja bescheuert. Hätte ich schon längst einnehmen können. Was ist das diesmal? Okay, da ist aber auch wieder... Oh. Endlose Pein wird euch erwarten. So, da ist auch wieder ganz toll ein Heldenstützpunkt. Verdammten Stehen. Na gut. Oh, wieder Fleischwagen. Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. So. Jetzt, Frostmourne. Endlich. Zack. Und dann... Die Verdammten stehen bereit. Hier, zack. So. Kann ich da zufällig von der Ferne hier angreifen? Als wenn ich die da so hinstelle? Oder warte mal. Ich habe nachgedacht. Nur so aus Neugierde. Die Verdammten stehen bereit. So ist es. Ich habe keine Ahnung, ob das reicht, aber es wäre total cool, wenn wir das Gebäude hier von den Zauberern... Die Verdammten stehen bereit. So, dann sind wir doch schon mal eine zweite AFK rumstehen. Ich wünsche nur zu dienen. Klingt nach einem Plan, Jeremy. Wo soll mein Blut vergossen werden? Zack. So. Ist etwas nicht in Ordnung? Die Verdammten stehen bereit. Ja, unverzüglich. Ach, schade. Ist zu weit entfernt. Ich dachte, das geht. Das wäre total geil, wenn das funktioniert hätte. Eine schicksalhafte Wahl. Weil, dann hätten wir jetzt echt hier einen riesen Vorteil gehabt schon mal. So. Was ist das diesmal? Dann dich nehmen wir auch noch mit. Und dann hier Fleischwagen. Zack, dich nehmen wir auch noch mit. Vorsicht. Was ist das hier eigentlich? Mana-Schrein wahrscheinlich, ne? Niemand erteilt mir Befehle. Frostmourne hat Hunger. So, ich muss jetzt außenrum wieder laufen. Vorsicht. Ah, Kirin-Tor. Ein Wasserelement. Ohnegleichen sein. Dann hauen wir das mal eben platt. Das ist schon besser. Brunnen der Sprecht Gesundheit. Ach, das ist cool. Dann stellen wir uns da doch mal hin. Hunger. Dann können wir die ganzen Truppen hochhalten. Unsere Goldmine ist fast erschöpft. Ja, I know. Ich wünsche nur zu dienen. Mein Schicksal ist euer Befehl. So, dann machen wir den da mal hoch. Zack. Habe ich eigentlich... Was ist das diesmal? Endlich. Na gut, ich habe den Kel'Thuzad dabei. Der kann Fernkampf... Sprecht, Dummkopf. Aber... Es ist auf jeden Fall...
Niemand erteilt mir Befehle. So, Zauberin, platt machen. Recht, zum Kopf. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? So. Ich muss das nochmal platt machen, das stört mich gerade ein bisschen, dass der da... Vorsicht. Achso, das kann ich nicht. Ich kann das nicht hochheilen. Was ist es diesmal? Recht, Dummkopf. Okay. Oh, der hat den Ogermagier schon platt gemacht. Das ist ja doof. Sprecht, Dummkopf. Jetzt, Frostmourne! Also ich muss die Zauber mal platt machen. Die nerven echt extrem. Die sind unfassbar stark. So. Naja, ich gehe auch mal offline. Bis dann. Alles klar, Jeremy. Danke fürs dabei sein. Einen schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Ich mache dann auch nur noch die Mission hier fertig. Und das ist auch Schicht für heute. Sprecht, Dummkopf. Was ist das diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. So. Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Stirb. Jetzt. Und du stirb auch. Sprecht, Dummkopf. Zack. Was ist das diesmal? Okay. Endlose Pein wird euch hier erlangen. Ist auch wieder ein Lager. Sehr schön. Das freut Vorsicht. Mich sehr. Das klingt logisch. Niemand erteilt mir Befehle. So. Reißen wir damit die Festung hier ein. Jetzt werdet ihr leiden. Zack. Vorsicht. So. Für den Lichtkönig. Na komm her. Ja. Ding jetzt ist kaputt, finde ich sehr gut. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Was Nein. ist das diesmal? Frostmourne hat Hunger. Wir haben unsere Verteidigung gestürzt. Ihr habt gerufen. So. Sprecht, Dummkopf. Ah, endlich. Niemand Na komm. Erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Das ist schon besser. Okay. Endlich. Auf zum Brunnen der Heilung. Das ist schon besser. Na gut. Satz mit X, das war wohl nix. Das lief so semi-gut gerade. Ich bilde schon mal 3 Stück von denen hier aus, weil dann können wir die gleich nochmal hinschicken. So. Was ist das diesmal? Also das war jetzt irgendwie doof. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Die Verdammten stehen bereit. Ich brauche auf jeden Fall die Goldmine da noch. Das Hauptquartier habe ich schon mal eingerissen. Ich muss nur die Kasernen auch platt machen. Aber das kann ich mit Kel'Thuzad vielleicht gleich machen. Ich habe nachgedacht. Wenn dem seine Fähigkeit wieder da ist. Stehen bereit. Weil dann kann ich ihn ja sagen, er soll hier zwischendrin diesen Effekt machen. Dann stirbt hier die beiden Gebäude gleich. Und dann kriegt er keine Truppen mehr. Das wäre cool. Die Verdammten stehen bereit. Sprecht, So, ich muss nur sicherstellen, dass der keine Dingens mehr hochkriegt. Niemand erteilt mir Befehle. Frostmourne hat Hunger. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Wo bleiben sie denn? Ach so, ja, ist eine ganz schön lange Strecke. Das gebe ich... Das ist schon Ja, ich gebe es zu. Ist eine lange Strecke. Endlich. Jetzt, Frostmourne. So. Endlose Pein wird Zack. Euch erwarten. Okay, machen wir das hier mal. So. Wir können hier ein bisschen was ausrichten gegen die Dinger. Das ist schon mal nicht schlecht. Ist etwas nicht in Ordnung? Unsere Streitkräfte so werden angegriffen. Es. Sprecht, Dummkopf. So. Frostmourne hat Hunger. So, okay, der kann da ganz entspannt jetzt das Blatt machen da oben. Für den Lichtkönig. Dann können wir die anderen Dinge hier noch töten. Pein wird ohnegleichen sein. So. Weil er hat ein Goldproblem. Er kann die Goldmine hier nicht abbauen. Pein wird euch erwarten. Jetzt, Frostmourne! So, sehr schön. Haben wir das.
Was ist es diesmal? Für den Lichtkönig. Ich glaube wirklich, der könnte ein Ressourcenproblem haben. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oder? Jetzt, nee, er kann doch Sachen auch Leute ausbilden. Für den Lichtkönig. Sprecht, Dummkopf. Habe ich kein wirkliches Glück gehabt. Ich dachte, der kann jetzt vielleicht keine Truppen mehr ausbilden, aber... Well, er hat zumindest die beiden Dinge verloren. Werkstatt, da kriegt er noch Ballisten und sowas her. Reiß mal das mal eben gleich noch ein. Was ist das diesmal? Und dann nehmen wir die 5 hier. Ich wünsche nur zu dienen. Ja, und schicken Befehl, die gleich hier hoch. Meister. Und bauen hier gleich. So. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist das diesmal? Ach ja, so. Dann kriegen wir das auch alles hin. Sehr schön. Also, dann kämpfen wir uns peu à peu nach vorne und kriegen peu à peu das Ganze hier durch. Ich glaube, ich baue jetzt hier auch mal ein Dingens hin, dass wir nicht so lange warten müssen, immer bis meine Truppen da sind. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool. Dann bilden wir hier einfach Leute aus. Weil es dauert echt lange, von hier unten hier komplett rumlaufen dann immer. Dann geht es ein bisschen eleganter. Und die müssen jetzt eh, glaube ich, hier durch, weil hier kommen sie nicht durch, außer die Flugdinge. Das heißt, die müssen hier durch diese Treppe da oder diese Brücke. Das ist schon besser. So, ist der ausgebildet? Nö, der schießt nicht mal. Ist einfach nur ein Wachturm. Der ballert nicht mal. Hier unten ist auch noch Kleinigkeit, sehe ich gerade. Aber gut. Was soll's. So. Alles einreißen, bitte. Zack, 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 zack. Das geht geht wirklich ratzifatze hier gerade. Ist relativ entspannt. Ich wünsche nur zu dienen. Ich gehorche mit Freuden. So. Ist der Sprecht, Dummkopf. Die schicken wir gleich dahin. Weil dann können sie gleich das Gold abbauen. Dann ist das gar kein Thema. Jetzt, Frostmourne. So, bilden wir eben mal aus. Es ist mehr Gold erforderlich. Zack. Niemand erteilt. Da kriegen wir das alles hin. Befehle. Lass doch die Häuser und geh direkt zum Magier. Fehlt doch nur noch der oder nicht? Ich weiß nur nicht, ob die alle zusammenhängen oder eben nicht. Außerdem brauche ich eh neue Truppen. Weil die werden mich ja wegschnetzen, also muss ich eh warten, bis ich neue Truppen ausbilde. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Und dann kriege ich die Mine, weil ich muss natürlich den Magier töten. Aber ich muss dann vermutlich auch das Buch noch irgendwo holen. Und ich vermute, dass ich gegen den hier auch noch kämpfen muss dann. Und dafür brauche ich Leute. Das ist das Problem. Weil die hier zum Beispiel, das reiße ich nicht ein. Obwohl da trotzdem in der Werkstatt alles ist, das lasse ich einfach mal. In der Hoffnung, dass es gut geht. Aber ich brauche ja Truppen, da hochzugehen. Da ist noch eine Basis, nicht gesehen. Genau, und ich weiß nicht, ob ich die platt machen muss. Ich vermute mal ja, weil ich vermute, dass da oben dann irgendwo das Buch ist, was der Typ haben will. So, aber ich baue jetzt hier auf jeden Fall die Dingens hin, dass ich hier Sachen ausbilden kann. Dann bin ich nämlich schneller mit der Truppen, mit dem Truppennachschub hier oben. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das ist schon besser. So. Vorsicht. Zack. Endlich. Zack. So. Dich schicken wir auch gleich hoch und dich auch. Und dann machen wir hier aus denen das so. Okay, dann brauchen wir hier. Friedhof. Nein, ich kann mir das nie merken. Gruft beschwören. So, brauchen wir hier einmal eine Gruft. Ist besiegelt. Und ja, ein Fleischhaus. So. Dann haben wir das. Dann können wir hier oben jetzt nämlich die Truppen ausbilden. Und können das hier eigentlich abbrechen. Das brauchen wir noch nicht mehr. Und die schicken wir einfach direkt hoch. Und das brechen wir auch, weil der ist zu langsam. Ich beuge mich eurem Willen. So. Dann haben wir 5 Stück, die jetzt gar nichts tun, aber das ist kein Problem. Weil wir kriegen jetzt hier die ganze Ausbildung fertig. Das ist schon besser. So.
So, ich glaube, das schaut ganz gut aus. Dann haben wir jetzt eine Einheit. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, dann bilden wir ihn mal aus. Niemand erteilt mir Befehle. Oh, wo ist eine blöde Magie jetzt eigentlich? Da müsste ich erstmal gucken, wie ich da hinkomme überhaupt. Cool. Tu mir einen Gefallen. Lauf mal vor. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Okay, also wir müssen hier einfach kerzengerade dann durch. Okay, das sollten wir hinkriegen. Vorsicht. Vorwärts. So. Sprecht, Dummkopf. Okay, dann. Niemand erteilt mir Befehle. Dann machen wir mal platt hier. Zack, dich auch. Zack, einfach mal durch und weg. Vorsicht. Sprecht, und die Priesterinnen weg. Was ist das diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. So. Die Fleischwagen kriegen unfassbar viel Damage. Ich schicke die mal zurück, das bringt nichts. Was ist das diesmal? Eure Pein wird ohnegleichen sein. Das Problem ist nämlich, dass die Fleischwagen so unfassbar viel Damage abkriegen. Weil die wenig Panzerung noch haben und da, glaube ich, ein bisschen mehr leiden durch sowas. Das ist schon besser. So. Oh, das ist auch toll. Jetzt, Frostmoon. Endlich. Ah, endlich. Endlich. Es leben nur noch die beiden, das ist toll. Hallo? Auf das ist schon besser. Ah, endlich. Ja, so viel zum Thema. Wir haben sehr viele Truppen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mehr Gold erforderlich. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. So. Jetzt ist aber mal gut hier. Meine Frostmourne hat verdammte Axt. So, okay. Keltosaat kriegt das hin. Ich heile einfach immer hoch. Das geht ganz gut. So. Das schaut ganz gut aus. Zack. Das ist schon besser. Was ist das diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Okay. Wie schaut's aus? Kriegen wir die jetzt mal platt hier? So. Vorsicht. Meine verdammte Axt. Ja, genau, endlich. Meine verdammte Axt. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. So, Kirin-Tor. Ach, das ist ein blöder... ohnegleichen sein. So. Jetzt, Frostmourne! So, stirb bitte. Ohnegleichen sein. Dankeschön. Ah, so. Ach, da haben wir auch noch Ornithopter hier. Und Türme. Ja, ist ja toll. Ah, aua. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Endlich. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Das war knapp. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon so, besser. So, schick mal den mal drunter. Die Fleischwagen. Hier, jetzt pass auf. Die schicke ich jetzt mal hier. Ich mache mir so einen komischen Kreisel da kaputt. Da ist bestimmt irgendwas Wertvolles drin. Das schaut zumindest so aus. So, dann halten wir die mal da eben hoch. Ist übrigens auch toll, dass der Brunnen der Gesundheit auch Untote hochheilt. Ich hätte eigentlich jetzt erwartet, dass der Effekt umgekehrt ist und der die eigentlich tötet. Aber, naja. Volle Intelligenz erhöht dauerhaft die Intelligenz. Kerl? Ich habe nachgedacht. Das ist sehr gut, dass du nachgedacht hast. Finde ich gut, und dann kriegst du gleich den Foliant der Intelligenz. Kadagas Pfeife der Einsicht. In der Nähe befinde ich einen, füllen ihr Mana schneller wieder auf. Verleiht zusätzliches Mana. So. Unverzüglich. Sprecht, Dummkopf. Machen wir das mal so. Ah, endlich. Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Frostmourne hat Hunger. So, ich muss doch die Dinger mitnehmen. Sprecht, hier. Dummkopf. Ich muss die Fleischwagen mitnehmen, sonst kriege ich die Dinger nicht platt. Endlich. Ah. Einmal zurück, endlich. Bitte. Danke. So. Niemand erteilt mir Befehle.
So, jetzt aber. Sprecht, Dummkopf. Die machen wir auch noch platt hier dann. Vorsicht. Das machen wir jetzt aber im Nachgang. Erstmal will ich hier das machen. Niemand erteilt mir Befehle. So, fangt ihn mal bitte ein. Was Dankeschön. Niemand erteilt mir Befehle. So, bitte mal den Turm platt machen. Und zwar ein bisschen zackig, wenn es geht. Das wäre super. Niemand erteilt mir Befehle. So, ich könnte auch einfach den Magier platt machen. Ich fokussiere jetzt mal den Magier. Das ist schon besser. So. Wenn der nämlich platt ist, ist schon mal die Hälfte geschafft. Alle Macht der Geißel. Sehr schön, das ist erledigt. Ohnegleichen sein. So, drei Hauptmagier. Ach, cool. Es quält mich, euch nur anzusehen, Arthas. Ich mache euren Qualen gern ein Ende, alter Mann. Ich sagte euch doch, eure Magie kann mich nicht aufhalten. Ja. Okay, ich muss doch. Das Zauberbuch gehört euch, Lich. Nehmen wir es und verschwinden wir, ehe die Zauberer zum letzten Angriff rüsten. So ist es. Ich beginne die Herbeirufung von Lord Archimond bei Sonnenuntergang. Sehr schön. Haben wir das auch geschafft. Sieg. Okay, ich musste die Basis doch nicht platt machen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich die platt machen muss, weil da aber auch gar kein Angriff von denen kam. Aber gut. Ging offensichtlich auch ohne. So, Kapitel 8, unter dem brennenden Himmel, eine Stunde später auf einem Hügel über Dalaran. So, ich mache jetzt aber den Cut, wir gucken uns die Shortcut noch an, die Cutscene noch an. Und dann mache ich jetzt aber Schluss für heute mit der Aufnahme. Wir haben es echt nicht geschafft, es durchzuspielen, schade. Ich hätte gedacht, wir schaffen es echt, die Kampagne durchzuspielen, aber naja. Ganz mag ich hier alle. Oh. Der Kreis der Macht wurde nach euren Anweisungen vorbereitet, Lich. Seid ihr bereit, die Herbeirufung zu beginnen? Fast. Ich habe Medivhs Zauberbuch durchgelesen. Sein Wissen allein über Dämonen ist erstaunlich. Ich vermute, er war mächtiger, als man je gedacht hat. Nicht mächtig genug, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Das steht fest. Begnügt euch damit, was er angefangen hat. Bringen wir zu Ende. Heute. Lasst die Herbeirufung beginnen. So, okay. Beschwörung. 29 Minuten. Archimonde, Keltosat muss 30 Minuten lang überleben. Okay. Tipp, mit dem Brunnen können Gesundheit und Mana wieder aufgefüllt werden. Okay. Brunnen der Gesundheit, Mana-Brunnen. Okay, die werden also bombastisch angreifen. Und ich muss ihnen 30 Minuten verteidigen. Unsere Späher haben ein geheimes Landminenlager der Goblins gefunden. Exzellent. Die können wir gut gebrauchen. Na, hervorragend. Okay, dann würde ich sagen, ich mache an der Stelle jetzt den Cut und sage, lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Kann ich hier? Menü. So, da komme ich rein. So, dann mache ich hier aber jetzt den Cut, weil es ist gerade 11 Uhr und ich muss ins Bett. Und ihr vermutlich auch irgendwann. Und ja, wir haben es leider nicht durchgespielt, die Kampagne, sehr schade. Aber in der nächsten Session, nächsten Sonntag, 17 Uhr, geht's dann weiter. Und dann werden wir Archimonde beschwören. Dann bin ich sehr, sehr gespannt, was dann passieren wird. So, ich speichere mal. Mission 6. Toll. Archimonde. So, speichern. Spiel wird gespeichert. Finde ich gut. So, jetzt sage ich an der Stelle, lieben Dank fürs Zuschauen auf YouTube. Danke fürs Dabeisein, ich kann nicht mehr reden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Session wieder und für auf Twitch geht's um 17 Uhr nächsten Sonntag weiter. Also bis dann. Tschüss und danke fürs Dabeisein.